Es ist der 30. Juni, morgen um 9:30 Uhr. Wir sind in Falmouth und sind bereit, zum Biscaya in Angriff zu nehmen. Etwa 435 Meilen. Die Sonne scheint im Moment, die Laune ist noch gut. Ich hoffe, sie bleibt so. Der Orca-Pinger liegt bereit. Und jetzt geht es ab, also ab nach Spanien. Hasta la vista! Ole! Ole! Viva España! It's hard to see you. No shame. Duke, it's Isa. Hallo, wir sind hier ein paar Stunden weg von England. Das Land ist schon lange, lange kein mehr in Sicht. Wir sind jetzt in der Ärmelkanal, etwa 2/3. Recht. Wellen, ja, recht. Da haben wir ein bisschen Wellen. Jetzt kommen wir in die Seefahrtsstrasse. Viel Verkehr. Einer ist gerade da vorne. Biscaya-Überquerung. Wir sind irgendwo in Frankreich vorbei, in der frühen Morgenstunde. Bewölkt gewesen. Sehr rollige See. Fast kein Wind. Ein bisschen scheiße, ehrlich gesagt. Aber jetzt ist es 3 am Nachmittag und wie man sieht, geht es uns prächtig. Wir haben uns ein bisschen erholt und genießen den Sonnenschein und die flotte Fahrt. Ja, jetzt geht es. Also ich habe ungefähr gefühlt 24 Stunden davon auf allen Plätzen hier auf dem Boot verbracht, schlafend, weil es mir nicht so gut ging. Aber jetzt, wie gesagt, geht es auch mir wieder besser. Gott sei Dank. Und die Delfine? Ah, und wir haben gestern, kurz nachdem wir losgesegelt sind, Delfine gesehen. Kurz bevor wir dann schlafen gegangen sind, haben wir auch noch mal ganz, ganz viele Delfine gesehen. Ein Rudel? So circa 10, genau. Und heute haben wir uns auch noch mal so kleine Babytümmler besucht. Und das war echt schön. Ja. So, und jetzt die Wahrheit über Segeln. Es ist furchtbar. Es windet. Es schüttelt, es wackelt, man hat keine Bewegung. Also es ist wirklich fast nicht zum Aushalten. Stimmt's, Barbara? Ja, das stimmt allerdings. Und jeder, der das Gegenteil behauptet, der hat nicht mehr beisammen. Weil das ist wirklich so, du bewegst dich hier nicht und das ist der Körper nicht gewohnt und dir tut alles weh vom Liegen. Man muss sich da erst dran gewöhnen.
Ich könnte jetzt das glauben oder nicht. Ja. Aber es ist so. Genau, es ist so. Was ist es? Kalt. Ya que vienes hasta aquí, llévame lejos de mí. Derríteme la piel poquito a poco, hazme ver el fin. Convénceme, convénceme. Confiésame el amor y deja ya el temor. Respira, confiésame tu amor, que el tiempo se nos va. Respira, bebé, hasta la vista. Y hablé con la noche para que no amanezca, para poderla disfrutar entera. Y hablé con la luna para que no se fuera, para que me pueda beber entera. Que no pre-
pretendo ofenderla, tampoco le estoy haciendo un reproche. Usted es dueña de su vida, de su cuerpo y de sus noches. Confieso, me enamoré como un niño y siento que no estoy arrepentido. Disfruté de tu experiencia hasta calmar mi ansiedad. Sorprendió por su ventana, cansado de delirio y de placer. Hasta ayer, y perdone usted, señora, pero cuando el alma llora, el silencio no es remedio para calmar el sufrir. Hasta ayer, mi dulce dama elegante, supe que tiene otra mano. Con el tiempo le hará lo mismo que a mí. Que jugó con mi querer. Ya no creo más mentiras, ni en ella.